Herzlich willkommen im Salzburger Fernsehgarten. Heute geht es um Rosenbegleitpflanzen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele und sehr schöne. Zum Beispiel der Rittersporn, eine herrlich blühende Staude, die jetzt in voller Blüte steht, die nach der Blüte sofort kräftig zurückgeschnitten wird und dann gedüngt wird. Zum Beispiel mit Hornspänen. Der ideale organische Langzeitdünger. Dann gibt es eine zweite Blüte im Herbst. Landläufig wird ja der Lavendel als die Rosenbegleitpflanze herangezogen, obwohl es von den Bodenansprüchen ganz andere Ansprüche gibt beim Lavendel als bei den Rosen. Rosen brauchen einen lehmigen Boden, der Lavendel einen durchlässigen Boden. Daher den Boden abmagern mit Kies, mit Tongranulat, mit Sand. Und dann wird der Lavendel gepflanzt, sogar leicht auf einen Hügel. Man wird sehen, da wird er gut wachsen, da wird er blühen. Und nach der Blüte, das ist beim Lavendel ganz, ganz wichtig, wird er kräftig zurückgeschnitten. Und zwar bis knapp über dem ersten grünen Blatt. Dann bleibt er buschig und es gibt im kommenden Jahr wieder eine wunderschöne Blüte. Lavendel und Rosen, typische Pflanzen. Ich wünsche viel Spaß beim Garten.